So, neuer Tag, neues Spiel und zwar diesmal aus einer ganz anderen Liga. Ich habe ja bisher irgendwie nur meinen Scheiß gecastet und Liga 1 Sachen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei seid, dass wir heute auch mal anschalten können in einer ganz anderen Liga und zwar, lass mich jetzt nicht falsch sagen, Liga 5. Ich müsste jetzt tatsächlich vielleicht nochmal nachgucken, weil ich einfach so blöd gerade bin. Da fängt schon an, mitten im Cast muss der Leute nachgucken gehen, weil er sich nicht auskennt. Das ist ein Profi am Werk. Aber ich hatte recht, es ist Liga 5. Ich war mir jetzt nur gerade nicht mehr sicher, weil ich Main noch nicht einschätzen konnte, ligatechnisch. Der ist ja neu dabei. Und wir sehen Spanien tatsächlich gegen Schweden auf einer Karte, die ja weder dafür berühmt ist, dass sie so viel Goldminen hat, noch dafür. Also zwei Zips. Ich würde mal sagen, Spanien okay. Mit Spanien kann man auch voll gut auf Wasser gehen, mit Logistiker und was nicht allem. Da hat man sicher seinen Spaß. Aber ich bin schon ein bisschen bestürzt, sage ich mal. Wir sehen übrigens tatsächlich den Handelsposten zuerst von Stillers, bevor er von Main kommt. Ich glaube, das ist, was das Strategos ins Leben gerufen hat. Ich weiß noch nicht, ich habe ja auch mein Spiel gegen Strategos schon gehabt, ob das hier jetzt vor oder nach diesem Spiel online gehen wird. Ich habe gerade so viele Videos bei, dass ich tatsächlich nie genau weiß, wann ich welches rausballer. Einfach weil ich ein bisschen überproduziert habe. Aber ganz kurz nochmal zum Matchup. Hier gibt es einfach ein paar Sachen, die ich ungemein spannend finde. Erstens mal, wir haben von Schweden ja keine richtige Skirm-Unit. Also wir haben keinen richtigen Plänkler. Mal abgesehen von Armbrustschützen und wer will die schon. Auf der anderen Seite haben wir Rodeleros von Main und eine Zivilisation mit Spanien, die keine Plänkler schicken können. Daher sind keine Plänkler hier drin. Und Rodeleros gegen schwedische Musketiere stelle ich mir tatsächlich richtig spannend vor, weil ich es mir nicht vorstellen kann. Ich habe die Werte gerade nicht im Kopf. Ich weiß aber, dass Rodeleros 40% Nahkampfresistenz haben, 20% auf den Musketieren von Stillers. Und von dem her wird das sicher ein interessantes Bild, wenn die ineinander laufen und sich totkloppen wollen. Grundsätzlich, wie sehe ich das Matchup? Ich würde als Spanier, es ist schon eine Zeit her, ich habe mal so ein Video gemacht, gibt es jetzt eine neue Spanien-Meta? Fragezeichen und Andy. Oh, Andy, weil er meistens englische Videos macht, hat ja auch ein sehr schönes Video dazu gemacht, was man jetzt mit den neuen Karten anfangen kann. Vielleicht sogar, also definitiv eigentlich noch besser, würde ich fast sagen, als das, was ich damals gefunden habe. Man kann mit denen jetzt sehr angenehm im zweiten aggressiv spielen, mit Pikebow oder Rotbow oder was auch immer, aber halt Armbrustschützen, Pikeniere sind fein, weil du halt die Holz und Nahrung ballern kannst. Wenn du dahinter noch irgendwo einen Hafen hast, bist du doppelt raus, wie bei Haudenosaunee ja auch, weil du deinen Holzüberschuss super hier reinballern kannst und ansonsten machst du halt noch einen Dorfbewohner rein. Worauf will ich hinaus? Man kann mit Spanien eigentlich, meiner Einsicht nach, gerade mit Logistik, aber auch ohne tatsächlich, wie Andi ja gezeigt hat, sehr H2-lastig spielen und ich finde, der Schwede hat oft ein Problem damit. Strategos wird mich jetzt verhauen und sagen Schwachsinn, aber mein Eindruck ist immer noch, dass so im Early H2, im frühen H2, wenn da der Druck aufgebaut wird, die Karoliner sind einfach noch, wenn du vor ihnen davonläufst und nicht stehen bleibst, wenn sie nicht reinlaufen, dann sind die nicht so toll gegen andere Musketiere, meiner Meinung nach. Aber wir werden sehen, wie die beiden spielen. Wir haben auf jeden Fall einen relativ späten Handelsposten, meiner Meinung nach, von Main. Relativ frühen von Stillers. Das finde ich schon mal sehr faszinierend. Ich muss gerade nur noch mal umstellen. Es tut mir leid, dass ich hier so viel am Rumdockeln bin und immer mal wieder raus muss. Aber jetzt sind wir wieder da. Mal ganz kurz in Spanien. Fish Stay. Oh, mein Anglistenherz stirbt gerade in sich hinein. Fish Stay. Ah, oh Gott, ich ließ es Fish Stable und natürlich Fish Stäble. Ach du Scheiße, Main, es tut mir leid, ich kann nicht lesen und bin auch noch blöder. interessante Taktik hier. Er hat. Oh, das ist spannend. Er hat genug Nahrung gesammelt, dass er quasi hier drüber kommt, damit er auf 19 Dorfbewohner und dann hat er sich die 5 Dorfbewohner gequeued. Das finde ich spannend, weil jetzt hat er. Das ist ein interessanter Gedanke, gefällt mir eigentlich recht gut. Das ist eine spannende Variante. Er hat ja auch genug Gold fürs. Das ist eine spannende Variante, meine Leute. Also, das gefällt mir wirklich gut, was Manny aufführt. Er geht einfach direkt ins Dritte, ohne Fische, ohne irgendeinen Gedanken daran zu verschwenden. Währenddessen Stillers wird sich wahrscheinlich die Seele aus dem Leib torkeln. Oh, Stillers spielt jetzt seit neuestem was man ein bisschen öfter sieht bei den Schweden. Nämlich eine aggressive Build Order. Ich habe sie selber noch nicht so ausprobiert, weil
Ich noch nicht. Ich habe nur gesagt bekommen, wie sie funktioniert. Du schippst einfach Militär und nebenbei noch ein bisschen Militär und rundest das Ganze ab mit einer ordentlich gesalzenen Prise an Karolinen. Weißt du, ich habe es gesehen schon. Ich muss gerade überlegen. Ich habe das, glaube ich, sogar schon irgendwo in einem also in einem High-Level-Gameplay gesehen. Ich glaube, bei Revenak oder so oder Ungus. Ich bin mir gerade nicht sicher. Müsste ich dann nachschauen gehen. Ich finde es aber auf jeden Fall ziemlich cool, dass wir immer noch Meta-Changes sehen für Schweden, die anscheinend aber auch funktionieren. Ich weiß jetzt nicht, wie das hier ausgehen wird. Ich habe ja die Ergebnisse nicht nachgeguckt, aber es ist, was mir versprochen wurde von Stillers, allen Beteiligten und Tobi und Strategos dieses Spiel geschaut, aber leider, weil bei Tobi die Aufnahme abgeschmiert ist, nicht fertig aufgenommen haben. Es ist Ranz, es ist der feinste Ranz, es ist der Oberranz, es ist das Ranzigste vom Ranzigsten, was wir hier sehen werden und ich bin genau dafür hier mit euch. Main geht schon ins Dritte, wird aber hier gerade ein Haus wegbelagert und Stillers macht den Part genau richtig. Ich finde es aber eigentlich schade, dass er jetzt, also ich finde, er könnte auch einfach mit den Karolinern hier belagern oder mit anderen Einheiten. Und hier oben lässt sich sein Dorfbewohner killen. Ich meine, der Turm schießt nicht mit, nehme ich mal gerade an. Main holt sich hier gerade die 700 Holz, das ist gut. Da oben kommt noch ein Haus hin, also er hat seine Spanier schon ziemlich gut im Griff. Stillers auf der anderen Seite schiebt sich jetzt die Pikeniere für mehr Belagerungsschaden. Ich hätte, glaube ich, gern. Ich hätte vielleicht sogar als erste Schiffladung die Pikeniere schon gefunden, weil er sich ja beim Spanier darauf einstellen kann, dass der oft nackig ins Dritte geht. Und dann könnte er jetzt halt hier einfach mit nochmal mehr Ding rein und hätte davor schon mehr Belagerungsschaden gehabt, um den Turm und noch ein Haus wegzuhauen. Und dann tut sich der Spanier ja doch ziemlich schwer, glaube ich. Mal ganz kurz, was erwartet uns im dritten? Militär, 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 Militär. Spanisches Gold, ein bisschen Antischwasser, was ich gut finde. Braucht man auch als Spanier. Hier bei Stillers haben wir tatsächlich die Infanteriekarte, die Plänkler und die wichtigen Karten für die Karoliner und zum Schluss auch nochmal Svea Leibwache. Also wir haben so die wichtigsten Sachen eigentlich bei den beiden im Deck. Jetzt bin ich gespannt, was Stillers mit seinem Tempo hier anfängt, beziehungsweise wie effizient Main das jetzt umwandeln kann, weil er ist ein bisschen spät hinten. Übrigens, schreib mir auf Discord, Main, schreib mir sonst wo, wenn ich nämlich, wenn es eigentlich Mane heißt oder ich die Zahlen noch aussprechen soll. Ne, wenn ich die Zahlen aussprechen soll, dann kannst du mich gerne haben, aber sollte es eigentlich Mane sein statt Main, dann kannst du mich nochmal korrigieren. Wir floaten gerade massiv Ressourcen, weil wir auch massiv wenig Wohnraum haben. Wie es auch bei mir zu Hause der Fall ist, die Wohnungen sind teuer, es ist nicht viel Platz für Leute. Die neue Welt wird auch immer schlimmer. Aber ja, die Masse von Stillers gefällt mir in der Theorie gut. Dass er jetzt alle hier rüberzieht, um den Handelsposten zu belagern, sehe ich aber nicht ganz ein. Also ich finde, er könnte zumindest mal mit seinen anderen Einheiten, die er eh rausballert wie nichts, ein bisschen lästig sein. Er ist halt auch gepoppt, also er ist halt kaum getorbt derzeit. Hier nicht mal ein Top. Jetzt kommen die Tops daher, hier sind drei Stück. Aber seine Wirtschaft wird halt, ihr seht es auch an den Punkten, und da ist noch nicht viel draußen für Main an der Stelle. Sieht echt ein bisschen traurig aus. Den Pass sollte er noch bekommen. Ja, das ist 82 Erfahrung, ist eine Bombe. Schaut mal, was da jetzt rausgeht. Also Main stackt auch gerade Ressourcen, holt sich die Arti. Uff, das könnte hier ein bisschen gefährlich werden. Also ich weiß, dass er auf Skirms geht, damit er die schwere Infanteriekomposition hier besser kontern kann. Stiller ist sehr schön, versucht, glaube ich, hier gerade so ein bisschen auch das Ufer ab. Einfach nur, um sicher zu gehen, mit was für einer Eco er hier kämpfen muss. Die Tatsache, dass Main kein Wasser hat, macht es für Stillers ein bisschen erträglicher. Das Problem, das ich hier sehe, ist, Stillers hat absolut keine Frontline. Sollte die Karoline ihn irgendwo im Nahkampf erwischen oder so ein, zwei Pikes oder was auch immer, sollte er auf jeden Fall in den Nahkampf gezwungen werden, könnte es recht schnell sehr düster aussehen für ihn. Jetzt hat er Gott sei Dank die Artillerie dabei. Da sollte sich Stillers das dann wirklich zweimal überlegen, bevor er hier reinhüpft. Die Kollegen finde ich interessant. Lancer, eine Kackeinheit grundsätzlich gegen Musketiere, zumindest wenn es keine Rusketiere sind, also die russischen Musketiere. Gegen Karolina dürften die aber wieder interessant sein, wenn sie da in den Nahkampf kommen, weil Karolina tatsächlich im Nahkampf ein bisschen strugglen, sage ich mal. Die haben ein Problem mit Kavallerie. Weil, schaut mal, 20 Angriff massiv, aber kein extra Schaden, interessanterweise. Wenn wir uns hier mal die Musketiere anschauen, 13 Angriff, wesentlich weniger. Aber extra Schaden gegen Schock, Infanterie und Kavallerie. Ja, und die Artie ballert hier mal die schöne Kaserne nieder. Das waren gleich 450 Holz sein, die Stillers wahrscheinlich lieber woanders investiert hätte. Er bleibt im zweiten, interessanterweise. Ich hätte gedacht, er wird sich hier ein bisschen mehr gönnen.
Aber es sieht definitiv danach aus, als hätte er keinen Bock drauf. Ich hätte mir gedacht, dass er versucht, ins Dritte zu kommen. Er holt sich jetzt aber tatsächlich Lebenspunkte. Ist auch immer noch am Toppen. Strategos, wenn du das hier siehst, der hat. Also ich kann mir Strategos Stimme gerade vorstellen, wie er sich königlich aufregt. Warum schreibe ich das hier Strategos so zu? Der ist ja unser Theoretiker und vor allem unser Schwedentheoretiker. Und der hat einige schöne BOs da angehabt. Der hat mich auch in meinen Schwit. Also ich hatte auch wirklich Angst vor seinen Schweden tatsächlich, weil ich das Gefühl habe, er ist einer der wenigen, die auch Schweden in seiner vollen, in seiner vollen Glorie verstehen, tatsächlich. Und in den Möglichkeiten, die diese Ziff hat. Und gerade deshalb denke ich mir, dass wenn er hier jemand sieht, also ein Schweden, der bei 11 Minuten noch bei 130 Taubbevölkerung ist, ohne ein einziges Taub verloren zu haben bisher, dass er mit dem wahrscheinlich emotional nicht ganz einverstanden wäre. Jetzt raidet er hier, finde ich gut. Die fünf Musketiere von Main sind aber zur Stelle und das ist auch, das hat sehr schön gemacht, hätte ich mir nicht gedacht. Hier kommen jetzt noch Rodellos dazu und der Fight geht los. Und jetzt sehen wir genau, was Sache ist. Es könnte jetzt hier echt unschön sein, weil er hat seine Infanteriemasse. Die Basis ist klein, die ist eng. Wenn er hier falsch steht, kriegt er sofort 5, 6 von denen auf einen Schlag weggeschossen, was ungünstig wäre. Oh, aber Main, Dragbox, okay, nee. Das Problem ist, es reicht ja nicht nur, die Dinger hier zu Dragboxen. Er müsste in dem Moment, wo die Infanterie in Reichweite kommt, sofort mit der Artillerie reinschießen. Falls ihr Z-Boson, das Spiel gegen Z-Boson, nicht gesehen habt, da ist auch so ein Fall, wo ich immer versuche, die Jungs hier einzeln zu micron und halt einzeln auf Infanterie zu stellen. Weil Artillerie ist nicht wie Musketiere oder wie manche Plänkler-Situationen, wo du einfach dann halt ab einem Punkt ballern lässt und da passiert was. Die Infanterie vom Gegner, die muss rausgeschossen werden, sonst verlieren die Dinger schnell an Wert. Stilles hat hier versucht, mit der Kaff reinzugehen und jetzt hat er aber natürlich Main darauf aufmerksam gemacht, dass überhaupt Kaff am Feld ist und jetzt wird das Ganze hier, glaube ich, wesentlich komplizierter. Jetzt kommen die Lederkanonen. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass die das Kraut hier, ich sag mal, fett machen. Die Kaff nimmt zu. Die Infanterie. Oh, da bewegt er sich ein bisschen. Das ist in der Situation auch immer so ein Spiel. Kannst du den Gegner so ein bisschen aus der Fassung bringen? Kannst du ihn zum Hin- und Herbewegen bringen, wenn du auf was wartest, das reinkommt? Du musst immer so ein bisschen schauen, wie sie das ausgeht. Stiller ist mittlerweile fast 50% Punkterückstand aus seiner Perspektive. Oder Main halt 50% Punktevorteil. 13 Husaren, das ist schon eine ordentliche Masse. Die Rots sind halt auch jetzt langsam angerückt. Oder sind die noch hier unten? Ne, sind angerückt. Lederkanonen sind da, jetzt wird's witzig. Ich glaube, jetzt will er tatsächlich reingehen und jetzt zieht sich Main zusammen und das könnte jetzt ein entscheidender Kampf werden, weil Main geht hier nach vorne. Da kommen die Minutemen. Jetzt wird's interessant. Oh. Er hat die Dragbox nicht schön genug gezogen. Wenn Stilles hier aufpasst, kriegt er die Artillerie und er schafft tatsächlich mit den Lederkanonen. Ach du Scheibe. Und jetzt ist halt das Problem, man möchte meinen, die Armee von Main ist viel größer und stärker, aber die Lederkanonen hier hinten werden richtig viel Wert haben. Die Lancer haben auch nicht genug Handhabe. Die haben sich gegen die Dragoner durchsetzen müssen und es war sicher schweineteuer für Stillers. Aber wirtschaftstechnisch 33, 32, aber mit Stillers 160 Torps und zumindest, nee, nicht mal Engelsberg. Okay, ich nehme es zurück. Aber grundsätzlich müsste die Wirtschaft für Stillers besser aussehen und das hat er hier gerade wirklich schön verteidigt. Main hat da leider die Musketiere nicht schön genug. Also du musst da wirklich Dragboxen, so dass die Musketiere eigentlich die Artillerie einkreisen, so falls das Sinn macht. Also die stehen halt dann mittendrin, so dass die Kaff nicht reinkommt in Nahkampf. Und man muss halt die Lederkanonen ausschalten. Was ich gerade über die Infanterie gesagt habe, in dem Fall sind die Lederkanonen die gefährlicheren Dinger, weil die machen 40 Schaden und zur Belagerungsschaden. Wie oft ich das noch sagen werde, weiß ich nicht, aber Belagerungsschaden geht durch Fernkampfrüstung durch. Und Fernkampfrüstung ist es, was es so schwer macht für die Infanterie, die Einheiten, also die Artillerie rauszukontern. Damit hat Stillers tatsächlich seinem vorzeitigen Ende hier nochmal den Mittelfinger zeigen können. Oh Gott, ich erahne, was sich uns hier bieten wird. Wahrscheinlich ein langes Spiel der. Oh Gott, jetzt sehe ich es erst. Ich glaube, Main hat die gerade erst jetzt abgegradet, kann es sein. Müssen wir danach noch nachgucken, aber ich glaube tatsächlich, dass die hier vorher bei dem großen Kampf noch nicht abgegradet waren und das macht die Situation natürlich etwas brutal, sag ich mal. Was haben wir denn für Karten? Er hat tatsächlich keine der neuen Karten mit dabei, außer dem Haus Trastamare, hat aber hier schon 5 Karten geschickt, was, ich glaube, 40 oder 30% die Kosten fürs vierte Zeitalter runterhaut.
Was also tatsächlich auch bald mal eine Möglichkeit sein könnte für Maine und viertes Zeitalter. Da kann Stillers auch mit 10 Orgelkanonen dastehen. Die schweren Kanonen machen da, glaube ich, einen kurzen Rabauz mit seiner Armee. Also wenn Maine in die Richtung gehen sollte, wird es nochmal interessant. Sein Problem ist jetzt natürlich, seine zweite Mine ist, glaube ich, ein bisschen außerhalb oder ist auch schon aufgebraucht, was sehr gut sein kann. Und er muss jetzt sehr weit sammeln, sehr weit sich verzupfen, damit er noch irgendwo nahe Gold kriegt. Gerade, dass ich es auch so spreche. Hat auch immer die ganze Dorfbewohner gecued, genauso wie Stillers. Und Stillers ist jetzt auch im dritten, Gott sei Dank. Bin ich gespannt, was wir hier als erste Karte sehen. Wir haben eine Kaserne und einen Stall. Die erste Kaserne ist ja draufgegangen und schön gemacht. Da geht Main direkt nochmal dazwischen, weil er weiß, er hat jetzt tendenziell die stärkere Armee. Kriegt einen Dorfbewohner, kriegt wahrscheinlich gleich noch einen zweiten. Der Kundschafter läuft irgendwo hin, aber ist mir nicht so schlimm. Und jetzt sind die Karoliner in der Situation, in der sie sich gar nicht gerne wiederfinden. Im direkten Nahkampf mit Kavallerie. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Stillers das irgendwie noch halten kann hier. Also, wenn die Lederkanonen hier down sind, dann müsste das jetzt eigentlich das überzeugende Argument sein dafür, dass Stillers endlich aufgibt und sich langsam oder langsam mal verreckt, sag ich. Und jetzt geht Main. Also, Main hat hier den perfekten Moment gewählt, wie wir immer sagen, wenn der Gegner ins Dritte gekommen ist, dann hat er die Upgrades noch nicht, dann hat er noch. Dann kommt die Schiffsladung vielleicht genau, wenn man schon die ersten Teil der Armee dezimiert hat und nicht erst, wenn man gerade ankommt. Das ist auch ein wichtiger Unterschied. Wenn da jetzt 9 mehr Karoliner da gewesen wären oder auch das Upgrade für die Karoliner durchgekommen wäre, das hätte absolut fatal sein können. Oh, und jetzt wird es halt hier langsam ein bisschen düster für Stillers. Das Problem für Maine ist halt wirtschaftlich, ja gut, 39 zu 36. Oh Gott, das müsste GG sein. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass er lebendig, also weder Stillers noch Stillers Dorfwohner sollten hier lebendig rauskommen. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt gedacht, dass das hier so ein Mega-Ranz-Ding ist, aber ich finde eigentlich, Maine schlägt sich sehr, sehr elegant mit den Spaniern gegen die Schweden. Da kommt auch das GG und vollkommen zurecht. View Postgame, 2000 Ressourcen mehr für Stillers. Hat er aber auch, das meine ich eben, der Fight vorher, den hat Stillers eigentlich gewonnen in der Theorie, weil er halt die gesamte gegnerische Armee erwischt hat. Aber ich bin mir sehr sicher, was den Ressourcenwert seiner Einheiten angeht und auch die Bevölkerung, dass es ihm mehr gekostet hat. Schau ich das mal an. Verhältnis hier ist definitiv nicht gut und Stillers hat aber Kavallerie viel gebaut. Ich glaube, da hat er auch mehr als Main. Military Unit Population, bitte. Ja, sehr schön. Main bei 28 und er ist dann reingegangen hier bei 57 zu 33. Und wir sehen hier Main mit einem Absturz von 55 auf 31. Also gute 20, 24. Und bei Stillers aber genau das Gleiche, ne? Und bei Stillers waren aber jetzt noch die Indianer-Einheiten mit dabei, die ja keine Bevölkerung kosten. Und ich glaube, Dorfbewohner müsste auch verloren haben, ein bisschen. Ja, ne? War sogar Maine, der was verloren hat durch den Raid von Stiller. Aber ja, muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Also vor allem der Remass hier bei 54 gegen die 35, der haut halt nochmal richtig rein. GG, schön gespielt von Maine, das erste Spiel auf Malaysia. Schauen wir gleich ins nächste Spiel. Da. Ich habe schon wieder vergessen, was die zweite Karte war. Nee, das muss Prairie sein. Schön gesagt. So. Beide Spieler drücken Q wie der letzte Irre. Wir kennen es. Maine mit Japan. Interessant. Habe ich nicht gewusst. Dadurch, dass ich eben Maine noch nie gecastet habe davor, hatte ich keine Ahnung, was der so an Einheiten rausballert. Beziehungsweise vor allem an Völkern, sage ich mal. Schauen wir ganz kurz mal rein. First Try. Ist das eine Anspielung, meine ich? Ich will es ja nur gefragt haben. Weil wer das nicht mehr weiß, bei meinen Indern heißt bis heute das erste Deck First Try. Ich habe es umgeändert. Ich habe es jetzt, glaube ich, an eins von Luck angepasst, nachdem der mich ja regelmäßig zurecht und sehr, sehr gewinnbringend für mich rügt über meine Spielweisen. Aber grundsätzlich heißt es immer noch First Try. Das ist das gleiche Deck, mit dem ich damals den Inder Mirror gegen Merowing gewonnen habe. Ja, den Liga 1 Spieler Merowing. Lange ist es her, fragt mich nicht, wie lustig das damals nicht war. Aber ja. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz. Stillers geht hier. Stillers, ich bin bei Main. Stillers hat hier sein Ami-Deck mit dabei. 1 gegen 1 Tempo-Taktik. Ja, Gottes Willen, Leute. Nix für ungut, aber ich kann die Tempo-Taktik gar nicht mehr sehen. Ich bin gespannt, wie das gegen den Japaner funktioniert. Ich würde annehmen, dass das gut klappen müsste, weil der Japaner
Ja, wenn der Japaner es kommen sieht, dann geht er auf Yumi und kann Scylla komplett auskontern. Ist die Frage. Wir sehen auf jeden Fall schon eine gierige Bauweise. Also der Konsulatstaat ist ja doch eher ein bisschen gieriger insgesamt, sage ich mal. Ja, nicht wundern, wenn im Hintergrund bei mir mal ein bisschen das Motorenräuschen zu hören ist. Da geht es ordentlich steil, sage ich mal. Wir haben ja einen Flughafen nebenbei. Shang. Das ist der übliche Alltagsrassismus. Wie gesagt, ich bin immerhin froh, dass wir keine Decks mehr haben, die benannt sind nach Anti-Gay. Da muss ich das meinem Freund nicht erklären. Aber lassen wir das Thema an der Stelle. Main mit seinen beiden Kundschaftern auf der ganzen Map zu geben. Und auf vielen Maps würde man ja auch ähnlich wie mit den Indern eher in so einem inneren und äußeren Kreis gehen, damit man im Zweifelsfall die Schätze gemeinsam nehmen kann. Aber hier sind tatsächlich relativ wenig Schätze, die von zwei Kundschaftern im ersten Zeitalter genommen werden können, beziehungsweise die nicht lieber auch von einfach einem gemacht werden können. Schau mal hier, ein einziger Wächter hier. Da drüben die Goldsachen, die könnte man vielleicht nehmen, aber mal schauen, wie er das macht. Da geht er tatsächlich. Uff, das sieht spannend aus. Bin ich gespannt, aber es geht sich vielleicht aus wegen dem göttlichen Schlag. Tatsächlich. Habe ich nicht gewusst. Vielleicht sollte ich mir nochmal Japan anschauen. Die 90 Holz sollten aber Stillers dafür ordentlich schmecken. Also wirklich. Da sollte er sich die Finger reiben. Vor allem an der Stelle nicht nur, weil er 90 Holz bekommt, aber andersrum viel wichtiger, weil der verdammte Japaner das nicht bekommt. Warum sage ich der verdammte Japaner? Das wäre ja für den jetzt schon ein Schrein fast. Also damit hätte er noch einen Schrein direkt von Anfang an draußen und das wäre natürlich verheerend für Stillers, glaube ich. Also was heißt verheerend, aber es wäre einfach sehr, sehr angenehm für die Japaner, da noch diese extra, den extra Bevölkerungsplatz und auch noch die extra Wirtschaft zu haben. Währenddessen geht hier noch Shang ein bisschen weiter spazieren, schaut sich die Karte an. Auch ganz wichtig, Japaner haben eine ähnliche Superkraft wie Inder oder wie Franzosen oder vielleicht wie Lakota, aber aus anderen Gründen. Zwei Kundschaftereinheiten bedeuten einfach, die Karte wird dir komplett aufgedeckt. Und es ist enorm wichtig, auf Prärie die Karte zu kennen, nicht nur für die eigenen Möglichkeiten. Sowas wie hier, wenn Main jetzt ein bisschen weiter vorne spawnt, die Tiere hier werden total oft übersehen. Stillers zum Beispiel. Lass uns mal ganz kurz gucken. Der hat keine Ahnung, dass hier hinten eine Herde ist. Das könnte ihm noch ganz bitter zu schmecken, also ganz ungut für ihn werden. Und gleichzeitig kann man aber auch dann immer beurteilen, wo der Gegner gerade unterwegs ist. Und ich nehme mal an, Stillers hat ja diese unglaublich dreckige Karte im dritten. Polaskis Legion, 12 Chapka-Ulanen, also H4-Ulanen, ja, die man dem Gegner auf den Hals hetzen kann. Ich will da gar nicht weiter drauf eingehen, aber es ist dreckig. Währenddessen, Main spielt Japaner, wie man es nicht sehen will von Japanern, wenn man nicht als Japaner spielt. Er geht her und schreit beinhart die hinteren Herden von Stillers. Das wird in den ersten paar Minuten noch kein Problem. Aber sobald man hier die Herde ausgeht und Stillers sich die Herde hier nicht mehr nehmen traut, wenn die und die Herde zugeschreit sind, hat er natürlich den Arsch offen. Lasst mal gucken. Ja, Militärwagen geht vor. Turm ist gebaut, das ist schon alles da. Also Stillers fährt hier die Tempotaktik ab, als gäbe es keinen Morgen. Haben wir ja bei Megas letzte Saison schon mal sauberigst gesehen, wirklich so, dass du nicht gewusst hast, wie man das besser machen könnte. Ah, da kommen auch die Pikes, die man ja dann mit den spanischen Einwanderern schicken kann. Und wer die Strategie hier noch nicht kennt, eine sehr schöne Strategie ist quasi ein Semi-FF, mit dem man dem Gegner enorm früh Druck machen kann. Und vor allem schon Plänkler dabei hat, also wenn der Gegner auf Musketiere geht, dann ist man gut dabei am Anfang. Was macht Main? Der haut jetzt erst eine Kaserne raus. Ich glaube, wenn er Pech hat, dann hittet ihn halt diese Geschichte enorm heftig. Sobald jetzt nämlich diese Schiffslandung da ist, Stillers müsste in der Zwischenzeit eigentlich noch Musketiere in Auftrag geben, genau. Und mit dieser Dreierkombi, Pike, Plänkler, Musketiere, geht er einem dann an die Gurgel. Es geht gar nicht darum, dass der Push dich kaputt haut. Es geht darum, dass er dir als Amerikaner Zeit verschafft und den Gegner einfach raushaut. Tobi, die er entwickelt, ist, glaube ich, eine von den Build-Orders, auf die er am stolzesten ist. Ist eine von den Build-Orders, die uns, glaube ich, auch am meisten verfolgt. Ich kann mich nicht erinnern, mit den Amerikanern was anderes gesehen zu haben als die Build-Order. Mal schauen, wo wir hier landen. Aber ja, wir sehen schon, erster Schrein ist entdeckt und wird direkt weggehauen. Stillers währenddessen hier weiter am Basteln. Main hat sich einmal Holz durchgeschickt und sonst noch nicht besonders viel, glaube ich. Ja.
Kann sich jetzt auch nicht ganz dem Ansturm von Stillers erwehren, geht aber dafür gierig wie Sau. Ich würde sagen, dieses Matchup haben wir schon mal gesehen und zwar, ich habe sogar gecastet in dem Best of Five, Lukas gegen Tobi, damals in dem Tournament oder in dem Turnier, das vor einigen Monaten stattgefunden hat tatsächlich. Fällt jetzt gerade ums Verrecken leider nicht mehr der genaue Name ein. Ich glaube, das war das FPL Frühlings- oder das ESOC Frühlingsturnier, wenn ich mich richtig erinnere. Warum ist es wichtig? Damals hat Tobi mit dieser Strategie, die nämlich international nicht so bekannt ist, Lukas ordentlich eingeheizt und hat gegen eine schiere Masse, also eine gigantische Masse an Kavallerie von Lukas, tatsächlich trotzdem die Überhand behalten, einfach weil er so geschickt gemiked hat und einen wirklich guten Feind für sich genommen hat. Und Lukas hat natürlich auch die Strategie, glaube ich, damals nicht ganz gesehen tatsächlich. Das war sehr, oder auch wenn er sie schon kannte, er hat nicht ganz richtig reagiert damals. Und von dem her bin ich gespannt, ob wir Ähnliches sehen. Wir haben von Stillers, der geht einfach in Richtung Drittes, das ist sein Ziel an der Stelle. Main auf der anderen Seite, 26 Top 400 zu 22, hat nur bescheiden Jumis draußen. Aber Stillers traut sich ja nicht, das Konsulat zu zerstören. Das finde ich falsch tatsächlich. Ich finde, er sollte hier auf jeden Fall aggressiv gehen. Main geht jetzt auf den Stall. Das ist interessant. Da bin ich gespannt, was er damit anfangen will. Jetzt kommen Jumis, Jumis und nochmal Jumis. Das bedeutet, er weiß zumindest ungefähr, wie er die Strategie zu kontern hat hier am Anfang. Ist aber ein bisschen spät dran. Die Jumis möchte man meiner Meinung nach normalerweise schon beim ersten Ranhauen da haben. Also die hier können, Jumis können unglaublich gut mit denen hier umgehen. Warum? Die einzige Plänkler-Einheit, die Stillers dabei hat, hat nur 13 Reichweite. Jumis haben 18. Das heißt, man kann hier wirklich mit Plänklern allein den gesamten Push hier deaktivieren, sage ich mal. Und dann, wenn man lustig ist, geht man einfach mit einer bisschen größeren Masse rein und macht die gesamte Frontbasis weg. Dann ist der Amerikaner schon im Hintertreffen und man verschafft sich das eine, was der Amerikaner ja für sich selber eigentlich erkaufen will mit dieser hart aggressiven Strategie, nämlich Zeit. Dieses Tempo kommt nämlich davon, dass man erstens mal eine gute Armeekomposition, außer der Gegner hat Plänkler only, hat am Anfang. Und schaut euch mal die Masse an. Heilige Mutter Maria. Was ist das denn? Das sind jetzt drei Batches Jumis und die Schiffsladung. Also hier dürfte Stillers jetzt gleich alt aussehen. Das ist natürlich die Frage. Stillers hat sich ein bisschen spät leider den Virginia-Plan durchgeschippt. Der hat jetzt kein Shipment frei. Das heißt, die Frontbasis muss eigentlich flöten gehen. Vielleicht sogar noch ein paar Hits auf die Einheit? Nee, doch nicht. Gut, aber wir haben hier Plänkler. Und nur Plänkler ist natürlich auch ein bisschen bitter. Hier stehen Schreine, hier stehen. Schaut euch mal an, die ganze östliche Seite ist schon weggeschreint von Main. Das hat er wunderbar gemacht, meiner Meinung nach. Wirtschaftlich gesehen ist auch bei 30 Dorfbewohnern. Schickt sich jetzt nochmal 4 durch. Geht dahinter weiter auf Yumi. Jetzt geht er auf Gold und auf Nahrung, alles klar. Währenddessen Stillers, das Problem ist dadurch, dass die Karte so spät durchgekommen ist erst. Jetzt hat er erst 2 Schiffsladungen, hat jetzt schon fast das dritte durch, das ist gut, aber trotzdem sehr bitter für ihn. Diese Karte hier gibt ihm 5 Staatsmilizen, 4 Berufssoldaten und dahinter noch die Upgrades für alle Einheiten in der Kaserne. Also damit pimpt er seine gesamte bestehende Armee hier ordentlich auf und dann kommt die Karte, die alle Anti-Amerikaner-Spieler hassen. Rollende Artillerie. Du bekommst 3 Gatling-Guns. Wenn du sie dir schickst, beim ersten Mal. Beim zweiten Mal kriegst du 2. Wenn du sie nochmal schickst, kriegst du nur noch 1. Aber, und das habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen bisher, wenn du es aus irgendeinem Grund nötig erachtest, ein viertes Mal auf diesen Knopf zu drücken, geht der Zyklus wieder von vorne los und du kriegst nochmal 3. Eine wirklich wahnwitzige Karte eigentlich, die den Amerikanern halt die eine Einheit gibt, die sie so brutal auch macht, wenn es dann darum geht, wie stark sie zuschlagen, nämlich die Gatling Guns. Eine Anti-Infanterie-Einheit des Todes. Und genau die ist es, vor der sich hier Main in Acht nehmen muss. Mit den Pikes hat er kein Problem, Berufssoldaten kein Problem. Jumi ist gegen Staatsmilizen ab einem gewissen Zeitpunkt, auch wegen der Reichweite, nicht wirklich tragisch. Aber diese gesamte Masse hier, und da hat er vor allem nicht besonders viel Kavallerie dabei, hat keine Chance gegen die Antikavallerie, die er hier dabei hat, in Kombination mit der Anti-Infanterie, die er am Start ist. Ich bin gespannt, ob er es ähnlich versuchen wird, wie Lukas damals gegen Tobi, nämlich mit viel, viel, viel Naginatern. Einen Vorteil, den er jetzt schon hat, er hat jetzt schon mehr Jumis dabei und vor allem die Bestiarius auch noch, als es damals Lukas hatte. Er scheint also wirklich die militärische Konfrontation im H2 gegen die H3-Armee von Stillers zu suchen. Finde ich fast ein bisschen gefährlich. Ich meine, er hat es genauso gemacht, wie ich gesagt habe. Er hat quasi
Stillers Zeit abgerungen. Im Sinne von Stillers hat seine gesamte Taktik verzögern und verspäten müssen. Und jetzt gerade kommt aber eben auch die Makrorei bald rein, glaube ich. Oder noch geht auf Militär. Stillers wird wahrscheinlich dann irgendwann die Pulaski-Legion auch noch dazu rufen wollen. Nehme ich einfach mal ganz dezent nebenbei an. Er könnte sich jetzt auch 1000 Holz schippen, was ihm einen ähnlichen Effekt geben würde, bald mal unten bei Häuser bauen lassen könnte. Aber schauen wir währenddessen auf Main. Die Armee hier, 20 Jumis, 10 Maginatas. Und das ist schon bedenklich dann für Stillers. Wobei, ja, es kommt jetzt echt auf die Micron. Stillers geht jetzt hier vorne drauf, sieht auch die Armee kaum noch, sag ich mal, von Main. Hat also, glaube ich, nicht so einen guten Einblick darin, was jetzt hier ihm wirklich entgegenkommt. Holt sich jetzt aber hier die Upgrades für seine schwere Infanterie, für seinen General und ja, das war's. Staatsmilizen zählen nicht als schwere Infanterie, das dürft ihr nicht vergessen. Das heißt, die Upgrades gelten eigentlich hier nur für die Berufssoldaten. Da bin ich nicht so ein Fan von, weiß ich nicht. Ich hätte vielleicht echt lieber, ich glaube, ich hätte tatsächlich lieber andere Karten gesehen. Also wirklich die 1000 Holz zum Beispiel für Pelaskis Legion und für Häuser und so Sachen. Da kommen noch mehr Staatsmilizen, aber das ist nicht unbedingt die Einheit, die ihr braucht, weil Main kommt jetzt hier gleich mit einer Masse an Kavallerie. Wobei die Infanterie-Schlacht, ganz viele Dorfbewohner, die hier down gehen. Das ist natürlich böse und da hat sich Main verzettelt. Das habe ich gemeint. Das ist jetzt schöner gemacht von Stillers. Er hat hier tatsächlich seine Arti recht schön reingefokust. Wird aber wahrscheinlich trotzdem den Gatling Gun verlieren, weil er es nicht weit genug getrieben hat. Es kommt von oben nochmal Kaff. Die Gatling Guns müssen hier reinheizen. Die müssen auf die Infanterie schießen. Sonst wird Stillers hier auf lang oder kurz lang gemacht von den Jumis, wie schon hunderte vor ihm. Die haben nichts in der Kaff verloren. Also er macht es vom Positioning sehr gut, aber seine gesamte Armee wird hier jetzt einfach komplett zerrissen von den Jumis, weil Jumis einfach Monster sind. Und dann nützt auch die 75% Fernkampfresistenz nicht, wenn er hier weiter einfach wild in die Einheiten reinballert. So, jetzt zum ersten Mal, seit wir den Kampf beobachten, schießt er jetzt zum ersten Mal auf Infanterie. Aber da macht sich dann halt auch die H3-Klasse seine Einheit bemerkbar. Also er wird hier sicher den Fight verlieren, die werden hier alle sterben. Keine Frage. Aber es war sicher nicht billig für Main. Man hat ja gesehen, die Masse, das war jetzt so genau der umgedrehte Fight von vorher. Und jetzt kommt bei Stillers tatsächlich die Pulaski-Legion durch. Schaut mal, das ist der Rest von Stillers Armee. Und Main, wir sehen jetzt genau, was hier passiert, oder? Ihr seht es auch. Wir sehen von Main nämlich jetzt das Age ab. Er wollte gerade pushen, jetzt holt er sich hier nochmal die Schreine, was ich grundsätzlich sehr gut finde. Damit kann er sicher viel anfangen. Stillers holt sich währenddessen nochmal Berufssoldaten und Kavallerie. Und diese Bad Boys hier haben 48 Angriff, 250 Lebenspunkte. Klingt nicht nach viel, was Lebenspunkte angeht, aber 48 Angriffe. Ich sag's mal mit Stevens Worten, das schallert. Und das bedeutet natürlich hier, dass die Jumis gleich ihrem Albtraumgegner entgegenstehen werden, wenn Main nicht bald was machen kann. Und Main hat vor allem das nächste Problem, das Problem, das der Japaner immer irgendwann hat. Wir sind über die 10-Minuten-Marke. Er hat es eh recht lange ausgehalten. Aber die nächste Schiffsladung müssen die zwei Kirschkarten sein. Ansonsten hat er seine Nahrungswirtschaft komplett verloren. Aber auch cool, schaut mal, 600 Ressourcen pro Minute nur durch die Schreine. Er ist jetzt halt bei 200 Schreinen. Hat das komplett durchgeballert, hat auch seine Schrein-Upgrades mit Toshoko-Schrein und hier mit Kami, was ja nochmal die Sammelrate boostet. Die Base-Sammelrate wohlgemerkt, nicht die zusätzliche Sammelrate, sonst wären wir hier wahrscheinlich so bei 0,44 oder sowas. Und deshalb die 50% gelten nicht oben drauf, ansonsten hätten wir hier, glaube ich, 50%. Ja, auf alles. Und nochmal hier 10% nochmal oben drauf, halt auf die Standardsammelrate. Also es klingt krass, ist es auch, aber nicht komplett wahnwitzig krass, sage ich mal. Oh nee, Stillers nicht. Okay, er geht jetzt Schreine abreißen, ja, das verstehe ich, aber was mich daran stört, ist, dass er jetzt halt die Pulaski-Legion herzeigt. Dass er überall auf Schreine geht, finde ich gut. Ein bisschen spät vielleicht, aber gut. Jetzt kommen Gatlings nochmal verstärken dazu. Was hat Stillers sonst noch? Stillers hat nix. Eine zweite Kaserne hat er gebaut. Okay. Könnte jetzt auch ein bisschen mehr auf Holz gehen. In dem Staatskapitol kann man nämlich alle wichtigen Infrastrukturgebäude bauen. Also so wie Türme, also so Travois quasi für die gleichen Kosten. Aber so halt, dass du sie nicht selber bauen musst, sondern halt dann
wohin pflanzen kannst, was ja doch auch ein Vorteil ist. Aber jetzt lasst uns mal schauen, wie der zweite Ansturm hier auf die Japaner-Armee aussieht. Maine geht halt dahinter ins dritte, was natürlich seine Masse nicht gerade sehr beeindruckend aussehen lässt. Und er zieht sich auch zurück. Er wird jetzt hier nochmal einen Schlag Yumis bekommen. Ich finde es sehr gut, die Einheitenkontrolle, die er hier beweist. Das davor war ein bisschen Clusterfuck, sage ich mal, aber dass er die Kaff jetzt nicht blind reinlaufen lässt, das könnte dir definitiv auch passieren und wäre wahnsinnig teuer, weil die halt 200 Ressourcen kosten. Sind teurer als teurer zu erachten als normale Husare tatsächlich. Dafür haben sie aber auch nur unbedeutend weniger Lebenspunkte im Angriff und gleichzeitig extra Schaden gegen Flänkler. So, sehen wir jetzt hier noch Upgrades. Ich sehe keine Upgrades. Er macht jetzt hier wohl einfach mal das gute alte Damage-Spiel. Die Kaff tankt jetzt hier komplett weg, aber wie lange die das halt überleben, ist die Frage. Aber tatsächlich machen die Yumis, glaube ich, gar nicht schlecht Schaden. Die Kaff, wenn die hier rumlaufen könnte. Ich glaube, er hat gerade gedoppelt geklickt, deshalb dreht die Kaff hier drüben auch so durch. Stilles verliert aber tatsächlich eine Gatling-Gun. Und das dürfte ihm nicht passieren. Weil dafür ist der Kampf nicht gut genug und vor allem ballert er halt schon wieder in die Kaff rein. Oh. Wenn Stilles seine Art hier ordentlich gemicrot hätte, genauso im Kampf wie davor, hätte dieses Spiel, glaube ich, schon vorbei sein können. Was dafür Maine für einen Fehler macht, und den macht Stilles nicht, beziehungsweise Stilles ist noch nicht in die Situation gekommen, Maine verliert Dorfbewohner über Dorfbewohner über Dorfbewohner. Wir sind jetzt auf 20 Dorfbewohner mit der Retour während Stilles, und der ist Amerikaner. Soll heißen, der boomt sich hier nicht den Ast ab, der hat hier keine großen Wildshipments mehr drin gehabt. Der ist auf 43 Dorfbewohnern. Maine im Punkte Nachteil, im Militär Vorteil, der muss jetzt was passieren lassen hier. Holt sich auch das Ashigaru Upgrade, holt sich hier auch Shipment. Sollte auf jeden Fall die Ashis jetzt bitte, bitte, bitte so schnell wie möglich buffen. In der Situation würde ich einfach gerne, ich weiß, man soll nicht kaufen. Mir hat, Brownson hat mir jetzt letztens mal auch ein Maito-Zitat wieder in Gedanken gerufen, nämlich, dass man am besten, wenn man seine Technologien durch hat, einfach den Markt löschen sollte, damit man Makro übt, gezwungenermaßen. Ich würde mir wünschen, dass er sich nochmal 100 Holz kauft. Er stellt sich gerade auf Holz um. Das ist scheiße. Das ist die effizientere Variante. Aber warum? Damit er seine Upgrades endlich durchbekommt. Weil den Fight hier, den könnte er, glaube ich, ohne Probleme gewinnen, wenn die Yumis zum Beispiel im Mage 3 wären. Seine Musketiere gehen halt flöten wie sonst was. Und die Yumis, wenn sie halt mal hier im Nahkampf sind, schaut mal, die Kollegen hier haben ja doch 200 Lebenspunkte. Da ist auch mit den Yumis nicht viel gerissen. Da müsstest du halt ein bisschen kiten. Und Stilles ist mit seiner Wirtschaft jetzt an dem Punkt, wo er Gatling ganz einfach selber ballern kann. Was natürlich für Maine sehr problematisch werden dürfte. Jetzt kommen endlich die Upgrades. Den Fight, den er sich gerade gegönnt hat, hätte er sich nicht gönnen müssen. Er hätte stattdessen zum Beispiel hier auch seine eigenen Flammenpfeile aufs Feld bringen können, hätte Upgrades machen können. Wirtschaftlich steht er, immer noch okay da, was wirklich nur dessen geschuldet ist, dass Stilles halt nach wie vor die Schreine nicht komplett im Griff hat. Wir haben ja doch insgesamt für Maine, ne, 17 Schreine wahrscheinlich. Ja, 17 Stück. Und die sind es halt einfach. Jetzt sind die Upgrades durch für die Yumis. Damit hätten sie den Fight vorhin definitiv gewonnen, meiner Meinung nach. Man könnte hier auch nochmal zum Beispiel Lebenspunkte und halt Angriffsreichweite dazuhauen später, aber eigentlich soll sich Stilles meiner Meinung nach jetzt mal darauf konzentrieren, dass er möglichst zeitnah seine gottverdammten Flammenpfeile rausbringt, weil das größte Problem, das für ihn am Feld steht, das sind hier die Kollegen. Oh Gott, ein Vierer-Stack. Stilles hat gerade bemerkt, dass er zu viel Gold in der Bank hat und hat instant einfach mal 4 Gatling-Guns rausgeballert. Und jetzt schaut mal hier, Stilles ist jetzt auch herdentechnisch langsam am Ende. Also der holt sich jetzt gerade die letzte Herde hierher, hat 2 Handelsposten, das finde ich sehr gut. Damit kann er halt seine Schiffsladung finanzieren. Maine nimmt sich Seiden zum Beispiel gerade überhaupt nicht, was verständlich ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite wäre es schon cool. Maine holt sich dafür aber, und das ist ein bisschen riskant meiner Meinung nach, die 7 Dorfbewohner. Er braucht's, aber die Frage ist halt, wird Stilles ihm das erlauben? Gleichzeitig geht er halt raiden und das ist natürlich brutal wertvoll. Einfach auch nur, weil Stilles so arm dran ist, was Ressourcen angeht, also was Ressourcenmöglichkeiten angeht vielmehr. Und nochmal ganz kurz die Stats auf den Naginatas, 300 statt 320 und 28 statt 30, das wären die Husarenwerte, die ich jetzt immer als Vergleich dazu genannt habe. Dafür, dass man halt insgesamt gleich viele Ressourcen, aber mehr von der ineffizienteren Ressource ausgeben muss. Das ist halt so, wie ich das hier gerade einschätze, den Wert von denen. Sollten die aber mal irgendwie in Staatsmilizen reinlaufen, haben die halt einen 1,5-fachen Extraschaden, also 50%, also bei 42 Schaden wären wir dann bei den Jungs statt 28. Das wäre schon ganz schön massiv.
gegen Staatsmilizen. Aber jetzt habe ich. Oh Gott, ist das? Das dürfte sehr derbe werden, was hier auf uns zukommt. Aber ja, jetzt sind wir immerhin bei 34 zu 48. Also, Main hat rausgehauen, was ihm noch eingefallen ist, tatsächlich. Ballert währenddessen weiter Huss Musk quasi nach. Chang sieht Armee, bleibt stehen. Wird wahrscheinlich. Leute, hier könnt ihr sie einfach wegteleportieren. Nicht vergessen, die dürfen sich teleportieren. Es ist kein europäischer Kundschafter, der dann einfach wieder rausgeballert wird in einer Sekunde oder so. Die brauchen tatsächlich ein bisschen länger, die japanischen. Okay, und jetzt wird es halt lustig. Militärtechnisch Infanterie, viel besser für Stillers. Aber die Arti, die sollte ihm Angst machen. Die sollte Main in Angst und Schrecken versetzen. Die Armee von ihm ist sicher mehr wert, aber seine Einheiten werden da auch, glaube ich, ziemlich hart drauf gehen, wenn er nicht einen schnellen und effizienten Weg findet, die Arti loszuwerden. Hier drüben, was passiert? Ah, das finde ich sehr schön von Stilles. Er hat tatsächlich fünf Berufssoldaten abgestellt. Die sollten den Kampf hier nicht entscheiden, aber die sollten den Wirtschaftsbonus, den Main noch immer genießt, doch ordentlich verkleinern können. Und vor allem, schaut mal, die Gatling-Guns killen hier jetzt auch die ganzen Bisons. Und vor allem gleich wieder Masse Dorfbewohner. Da müsst ihr doppelklicken und alle abziehen. Das geht sonst hier nicht. Aber wir sehen, sie. Das ist, finde ich, ein sehr charakterisierender Punkt hier gerade für die gesamte Auseinandersetzung zwischen den beiden. Stehen und fallen tun die Gefechte eigentlich immer mit dieser Jackboxerei. Und schaut mal, auch hier. Bisons tot, Bisons tot, Bisons tot. Main kann das hier nicht mehr gewinnbringend aufbauen, die Schreine. Da hat Stillers ihm einen schönen Schaden verursacht. Und hätte er jetzt hier reingeschossen, wäre es. Ja, seht ihr eh. Das Problem ist, dass die Infanteriemasse von Stillers nicht groß genug ist, um hier jetzt effizient, glaube ich. Ja, oh Gott. Ihr seht kommen, was ich kommen sehe, oder? Und jetzt direkt. Oh, er hat nicht mehr genug Infanterie, glaube ich, um richtig effizient die Gatling-Guns abzudecken. Aber Main microt hier gerade auch einen Blödsinn zusammen. Stillers, Gott sei Dank, ist noch sehr fokussiert darauf, die Infanterie, die Kavallerie hier anzufixen, anzuballern, würde ich eher sagen, mit seiner Arti. Aber jetzt wird es halt knapp. Jetzt kommt es echt darauf an, wie der Fight hier ausgeht. Also wir haben für Stillers. Ja, nee, das war's. Stillers verliert hier, glaube ich, seine gesamte Arti. Wenn Main jetzt endlich anfängt, ordentlich zu micron hier. Macht eigentlich verboten viel Schaden nach wie vor. Und wir sehen es auch an den Punkten. Also die Armee von Stillers war definitiv die schlechtere, was den Wert angeht, hätte ich gesagt. Wobei, ja gut, 6.600. Es kommt sich ungefähr gleich. Aber das Problem ist halt, Main hat noch Armee und Stillers hat Eco-Probleme. Das ist gerade Stillers. Das Gute ist, er hat sich hier drüben die Jagd wieder freigeballert. Aber hier haben wir Idols, hier haben wir Idols. Also nahrungstechnisch komplett weg, der gute Stillers. Jetzt ist die Frage, ob er sich hier trotzdem noch irgendwie erholen kann. Ja, die rollende Artillerie erschickt sie sich durch, in Hoffnung, glaube ich, dass er nochmal dazu kommt, sie rauszuholen. Weil dann zahlt sich's ja wieder aus. Nicht vergessen, Leute. Drei Gatling Guns sind ja doch, ich glaube, was kostet eine Gatling Gun? 400 Ressourcen? Na, 350 sogar. Macht natürlich den Wert der Schiffsladung ein bisschen schlechter, aber es ist halt doch vom Impact, den diese Dinge am Schlachtfeld haben, ist es ziemlich bedeutsam, finde ich. Aber Stillers müsste halt mehr Zeit damit verbringen, seinen Leuten beizubringen, mit der Artillerie auch wirklich in die Infanterie zu ballern. Vor allem, wenn wir hier von Anti-Infanterie-Artillerie sprechen. Die können keine Gebäude gut zerstören, die können nichts wirklich bedeutend machen, nicht gut gegen Kaff. Ich meine, das ist die wenigste Arti. Was diese Leute hier können, ist, die hauen dir halt effektiv richtig schön in die Infanterie rein. Die musste einzeln micron. Wenn Stillers das hier von Anfang an getan hätte, wäre das Spiel schon ewig lang vorbei. Aber Main schafft es tatsächlich wieder Druck auszuüben. Seine Wirtschaft ist furztrocken, aber die von Stillers wäre es eigentlich auch. Jetzt langsam versucht er hier, sich wieder irgendwie Herden freizuschallern. Ihr seht's eh, er hat sich genau die Herden geholt, die er sich holen kann. Währenddessen ist Main halt echt ein armes Würstchen, so blöd das klingt, in der Situation. Gar nicht böse gemeint, sondern im Sinne von, er kommt halt wirtschaftlich, glaube ich, nicht richtig hinterher. Die 110 Schreinbevölkerung sind nett, aber 110 Schreinbevölkerung sind keine 200 Schreinbevölkerung sind keine 100 Top-Bevölkerung. Worauf ich hinaus will, für Main wird es hier langsam eng, wenn er nicht bald einen absolut dreckigen Raid drin bekommt. Und meine Damen und Herren, liebe Zuschauer,
unter 16 Jahren, bitte wechseln Sie das Programm, sollte jetzt gleich passieren, was ich glaube, das passiert. Stiller Siezler davor Maine. Hätte Maine das hier gesehen, wäre das das Massaker des Jahrhunderts geworden. Und an der Stelle auch, splittet die ein bisschen. Die hier rauf, dann gehen die sich nicht immer selber im Weg um und man kriegt hier drei Dorfbewohner und nicht bloß einen. Jetzt muss Maine aufpassen, dass sie hier nicht... Okay, ein Naginata für den Preis von einem Dorfbewohner. Schwierig. Aber, und das ist das Wichtige, was er damit erreicht hat. Ich sage ja auch gern, es muss gar nicht immer der Kill sein. Es darf auch ruhig das Island sein. Stillers hat diese Herde und dann ist aber Sendezeit vorbei. Also wenn Maine es irgendwie schafft, halbwegs seine Wirtschaft in den Griff zu kriegen, seine Einheiten nochmal rauszupumpen, so gut er kann. Das war jetzt ein ganz schlechter Moment, um hierher zu schalten für diesen einzelnen Pop. Wenn Maine sich hier nochmal ein bisschen rausholt, vor allem, schaut mal, wie viele Ressourcen der hat. Der könnte sich ja ohne Probleme auch nochmal zweimal Konsulatsarmeen durchschicken oder halt wirklich wichtige Konsulats-Upgrades oder was nicht. Da würde ich auch das japanische Konsulat sehr begrüßen. Und jetzt sehen wir halt, wo Maine raidet auf der einen Seite, geht halt Stillers her und holt sich Schreine. Er kann halt jetzt ohne Gatling Guns nicht mehr effektiv die Hans hier töten, aber mit ein bisschen Glück und vor allem... Die Armee muss drauf gehen. Die darf hier nicht lebend wegkommen, vor allem weil die Ashigaros halt mehr Geschwindigkeit haben. Da dürfte keiner von denen lebendig herauslaufen. Und Stillers verliert hier einen Bestand, also einen wichtigen Bestandteil seiner Armee. Hat genau noch die Herde hier drüben. Die sammelt er auch ab wie ein Wahnsinniger. Und wir sehen halt die ersten Mühlen. Heilige. 28 Minuten bisher und das Spiel nimmt kein Ende. Wir sind im Age 3 im Deadlock quasi, weil beide ihre Ressourcen nicht wirklich ausgeben wollen. Aber wisst ihr, was wir auch hier sehen? Stillers, der unschön, zumindest für Maine, unschön nahe dran rankommt, sich jetzt hier nochmal die drei Gatling ganz durchzuschicken, nachdem er schon drei auf der Seite hat. Sein Problem vorher, er hatte nicht genug Infanteriemasse, um überhaupt seine Kanonen wirklich effektiv schützen zu können, wenn er es nur so microt, wie er es microt. Da hätte man auch teilweise die auf Nahkampf stellen können und so Kleinigkeiten, aber wenn ihr das noch nicht hinkriegt, dann ist es am besten einfach, ich sag mal, hier den Angriff, also den Bewegungsbefehl zu geben nach hier, wodurch sich ja die Musketiere nach vorne stellen wollen. Und in dem Moment, wo quasi die Artillerie mitten in den Musketieren steht, genau da schickt ihr die Sachen einfach. Genau da gebt ihr einen Angriffsbefehl, weil dann bleiben alle stehen. Die Kaff kommt nicht an die Artillerie ran und dann micro die eigentlich nur auf die Artillerie. Weil die Einheiten sind Musketiere. Wenn die Kaff nicht rankommt, haben die ihren Job schon erfüllt. Ne? Jetzt haben wir halt abgegradet die Yuumis, die nochmal tankiger sind. Wir haben Ashigarus, die halt gleich stark sind, beziehungsweise ein bisschen schlechter tatsächlich als die Berufssoldaten. Und wir haben Yuumis. All diese Einheiten zimmern ganz schön rein, wenn es sein muss. Jetzt kommt aber halt nochmal die Artillerie von Stillers zum Tragen und es wird hier einfach eine Materialschlacht. Ich will gar nicht wissen, wie das am Ende aussieht vom ja, ihr wisst, was ich meine. Gottes Willen. Da ist das Spiel, ich weiß jetzt auch, was die mit Ranz meinten. Es ist halt, also die Herden hier, die Herden da, es steht überall noch so ein bisschen. Da wo es noch Bisons gab, da stehen natürlich Schreine. Und ich bin eh beeindruckt, wie gut das eigentlich Maine hier aufrechterhält. Aber jetzt hat Stillers gleiche Bevölkerung wie er. Die Naginata-Masse ist es halt, die ihn gerade hier wirklich, wirklich wichtig ist. Ich würde sagen, er sollte vielleicht sogar ein bisschen weggehen von den Ashigaru. Weil der Gegner hat keine Kaff und ansonsten bringt dem die Ashigaru gar nicht so viel. Also die überleben jetzt auch nicht so viel mehr Schüsse von den Gatlings wie sonst. Die Yuumis könnten aus relativ sicherer Entfernung zumindest die Berufssoldaten abknallen. Und jetzt wird es halt gleich nochmal spannend. Jetzt wird es gleich nochmal so richtig spannend, sage ich euch. Einfach deshalb, weil jetzt passiert genau das, wo ich vorgesagt habe, Zuschauer unter 16 Jahren, bitte jetzt den Fernseher verlassen, weil... Ah, 60, 59, 6, uff, da hat er noch einen ausgebildet, ja, Glückwunsch. Es sollten jetzt hier gute 10 Dorfbewohner sein oder sowas. Gleichzeitig aber kommt jetzt hier Stillers angeschaltet und wenn der halt die Infanteriemasse cleant, bevor die Kavallerie Druck ausüben kann und ihn zum Stellungswechsel zwingt und halt zur ineffizienteren Nutzung seines Militärs, wird es unlustig. Deshalb, Leute, so viele, also ich sag mal so, von denen 5 oder 6 Nagis hätten den gleichen Effekt gehabt auf Stillers, dass seine gesamte wirtschaftliche Situation halt komplett am Arsch gewesen wäre.
Jetzt ist halt die Frage, kann Stilos das jetzt ordentlich micron? Er verliert auf der linken Seite extrem viele Berufssoldaten und jetzt wird es wieder hackelig. Weil jetzt muss er genau, und jetzt versucht er in die Situation zu kommen, wo halt seine Artillerie in der Infanterie steht, kriegt es aber nicht ganz gebacken, weil er so viel Artillerie dabei hat und so viel Infanterie schon verloren hat. Und ich glaube, Stilos wird hier komplett zerlegt. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, außer er micro das jetzt wie ein Gott. Aber die Berufssoldaten werden weiter von der Infanteriemasse zerstört. Main verliert zwar auch enorm an Wert, weil halt seine Einheiten so teuer sind. Aber Stilos verliert auch wieder. Ach Gott. Und jetzt ist, wenn jetzt nicht Go-Time ist, dann weiß ich nicht, wann Go-Time sein soll. Da oben sind jetzt Pikes am Raiden. Die müssen einfach irgendwo guten Stoff gefunden haben auf ihrem Weg dorthin. Pikes zum Raiden. Und Main ist jetzt halt dorfbewohnertechnisch immer noch. Also der verliert hier gerade oben den Rest seiner Armee, ist glaube ich gerade auch im Brain Freeze ein bisschen, dass er den Fight schon wieder gewonnen hat, entgegen aller Chancen. Und Stilos, ich weiß auch nicht, was Stilos jetzt denkt. Der schickt sich weiter die rollende Artillerie durch, anstatt mal 1000 Gold zu holen. Oder sowas zum Beispiel. 1000 Gold wären vier Gatling Guns, vor allem mit dem Holz, das er stackt nebenbei. Er kann sich jetzt der Pikes erwehren, aber Stilos hat halt 60 Dorfbewohner gegen die 30 von Main. Main dürfte nicht mal ansatzweise da sein, wo er ist, aber er schafft es halt nach und nach immer wieder in die Fights zu kommen, die gut für ihn sind, auch weil Stilos halt seine Artillerie einfach viel zu schlecht ausnutzt. Die haben nicht ein einziges Mal komplett in die Infanterie von Main geschossen und die Musketiere kommen halt auch nicht ganz in den Nutzen rein, den sie eigentlich haben sollten. Warum bin ich jetzt übrigens nicht mehr dafür, dass er sich die Rollenartillerie durchschicken sollte? Die zwei, die er sich jetzt geschippt hat, das sind 750 Ressourcen. Auch keine schlechten Ressourcen an und für sich. Aber Stilos ist jetzt halt so auf seinen natürlichen Ressourcen, also weg eigentlich von natürlichen Ressourcen. Er kann hier drüben nochmal sammeln, traut sich aber glaube ich gar nicht richtig. Und Main, endlich! Main geht auf mehr Dorfzentren. Er hat keinen Bock mehr, sich hier wegfranzen zu lassen von Stilos und geht jetzt tatsächlich mal auf 3 TCs. Jetzt ist die Frage, kann Stilos, weil Main investiert jetzt gerade wie Sau, holt sich übrigens 25% Upgrade auf den, auf die Naginata, was 75 Lebenspunkte nochmal sind. Dann sind die Nagis halt Bombe. Aber, und das ist das entscheidende Problem hier, er hat keine Nagis gerade. Er könnte sich auch hier den Weg des Bogens holen, um 20 Reichweite auf seinen Yumis zu haben, beispielsweise, oder mehr Lebenspunkte auch, beispielsweise. Oh. Nochmal ganz kurz Stilos. Sieht mittlerweile Gott sei Dank die ganze Map. Main tatsächlich auch fast die ganze Map. Die beiden Herdentiere hier drüben machen das Kraut wahrlich nicht mehr fett. Aber eben, Main geht nicht vor. Das wäre jetzt so der Moment gewesen, wo er hätte pushen können. Aber Stilos hat halt die Eco jetzt schon wieder durch. Die Arti steht auch dahinter bei. Es wird jetzt, glaube ich, doch schlechter für Main, wenn Stilos hier nochmal mit voller Wucht reingehen kann. Und vor allem, Stilos holt sich und dafür liebe ich ihn. Das ist eine wahnsinnig gute Idee. Das hätte Main auch machen können. Er hat sich die Verbündeten hier geholt, die Cheyenne-Verbündeten, die eine Technologie haben, dass sie sich tatsächlich, glaube ich, 1, 2, 3, 4, ich glaube 13 Bisons schicken lassen können. Und jetzt ist natürlich Schützenfest angesagt hier. Also das ist eine, das wird hier aufgestellt als der große neue Hit, zeige ich euch. Es gibt jetzt überall Bisonfleisch in Stilos Kolonie und alle freuen sich wie sonst was, weil sie wissen, ansonsten wäre Armut angesagt. Also die Verbündeten, die Eingeborenen retten hier den Amerikanern, wie es schon in dieser Gründerväter-Sage ja mit drin ist, wortwörtlich das Leben. Ob sich später für sie auszahlt, wir werden es hier nicht mehr rausfinden. Was wir noch rausfinden werden, ist, wie es denn den Amerikanern jetzt ergeht in ihrem Schlachtzug, in ihrem Feldzug gegen die Japaner. Und wir sind bei 35 Minuten. Stilos hat sich zum gefühlten 12. Mal die rollende Artillerie durchgeschickt. Auf der anderen Seite, Main hat die Upgrades jetzt auf den Nagis und hat aber auch wieder Nagis nachproduziert. Das ist wichtig. Hätte er das nicht getan, hätte ich ihn gescholten wie sonst was. Warum? Schaut mal auf die Lebenspunkte. 430 Lebenspunkte auf den Kollegen. Und jetzt kommen Upgrades für... doch nicht auf die Aschis. Bin ich schwer unzufrieden mit. Ich meine, 15% Lebenspunkte, klar, macht sie dann besser als die Berufssoldaten von Stilos. Aber halt auch im Endeffekt immer noch teurer, würde ich behaupten. 55, 50. Ja. Und hier haben wir halt 80, 40.
bin ich halt nicht so der Fan von insgesamt, sage ich mal ganz frech. Aber ja. Coolerweise für Main, Stillers kriegt überhaupt nicht mit, dass der sich hier so rotzefrech in Spuckreichweite von seinem Nahrungsproduzenten hier angesiedelt hat. Hier stehen jetzt auch einfach nur mal Schreine, damit hier Schreine stehen. Ist ganz klar. Also da wird nichts mehr reingeballert oder so. Das macht gar keinen Sinn, aber es ist halt da. Aber Main zum ersten Mal seit Hunderten von Jahren holt tatsächlich auf mit seinen Einheiten und mit seinen Ressourcen. Und Stillers dahinter geht ins Vierte. Slightly, aua. Vor allem, weil wir haben hier halt nur schwere Kanonen im Vierten. Er könnte sich jetzt schon eine Fabrik schicken tatsächlich. Was ich gar nicht mal schlecht fände. Und Stillers macht jetzt aber auch die richtige Entscheidung und geht auf Plänkler. Ist die Frage, ja, er holt sich gerade auch die Konterinfanteriebewaffnung, holt sich nicht die Springfield Armory, wartet jetzt lieber, dass er seine Schiffsladung im Vierten verballern kann, was ich grundsätzlich begrüße. Aber das ist diese Masse hier, die hier gerade rumsteht, beide haben halt Schiss wie sonst was. Punktetechnisch bleiben sie halt nah genug dran, dass beiden, also Stillers ist bewusst, dass eigentlich er im Punktevorsprung ist. Main ist bewusst, dass er im Nachteil ist, aber Main hat bisher jeden Fight gewonnen. Aber er hat ihn halt auch nicht unbedingt kosteneffizient gewonnen, glaube ich. Weil halt die Kavallerie jedes Mal doch 24, ihr wisst, da war vorher eine ähnliche Kavalleriemasse, da sagen wir, lassen wir es 18 gewesen sein, von denen waren zum Schluss noch 4 übrig. Sind da schon eine abartige Anzahl an Ressourcen, die halt draufgegangen sind. Nicht vergessen, 10 Naginatas, 2000 Ressourcen. Dafür ein Berufssoldat, 100 Ressourcen, 10.000. Also hier ist wirklich eine Materialschlacht sondergleichen am Laufen. Jetzt ist es H4 da und jetzt weiß ich nicht, was Main sich da noch vorstellt. Stillers gesamte Eco ist eigentlich schon umgestellt worden. Sammelrad ist natürlich sauschlecht, wobei er die Upgrades schon durch hat, so wie es aussieht. Und jetzt ist halt die Frage, was macht Main, der sich übrigens alles auch schon durchgeschickt hat hier, oder alles, vieles, was er noch nicht hat, ist natürlich die Flammenpfeile. Flammenpfeile allein, wenn er jetzt hier massiv auf Flammenpfeile gehen würde, würden halt die gesamte Armee von Stillers clean. Muss man jetzt ganz ehrlich auch dazu sagen, also, nee, Stillers, nicht, was haben wir hier, Team Ohio. Die Handelsrouten geben mehr Ressourcen. Interessanter Gedanke. Das hier sieht auch gut aus. 3 Calverins im Zweifelsfall. Aber die 2 schweren Kanonen wären natürlich auch was Schönes gewesen. Mit denen hätte er jetzt halt auch nochmal richtig reinhauen können. Und die Upgrades bitte. Upgrades. Ich weiß es leider nicht. Ich glaube, dass die Veteranenstaatsmiliz leider tatsächlich 1000 Ressourcen, also eine Leibgarde-Upgrade hat quasi. Zu den Freiwilligen, wenn ich mich erinnere. Und die Berufssoldaten hier, die haben das nicht. Da kostet 600. Jetzt ist natürlich die Frage, was macht Main? Hat mittlerweile einen massiven Dorfbewohner-Schub gehabt. Eine unglaubliche Aufholjagd, der hier tatsächlich relativ erfolgreich zu haben scheint. Geht jetzt selber ins Vierte. Jetzt wird's lustig. Hat er dabei? Ja. Er hat die 4 Flammenpfeile dabei. Er hat die 8 Naginata, die 16 Jungis. Er hat Militär en masse. Und er hört und hört nicht auf, Dorfbewohner zu produzieren. Und ganz ehrlich, das ist vielleicht auch, was ich mir jetzt im Spiel halten kann, wenn Stillers sich zu viel Zeit lässt. Stillers verkackt. Verkackt ist ein hartes Wort. Stillers verschwendet gerade sein H4-Tempo. Er hat die größere Wirtschaft. Er stackt 4000 Ressourcen, 5000 Ressourcen bald. Und könnte halt all das umsetzen in militären Einheiten, aber auch in Upgrades oder halt einfach in den Push. Die Ressourcen hat Main bei weitem gerade nicht. Hat aber halt Einheiten, die wahrscheinlich, sobald er hochgeklickt ist, ins nächste Zeitalter abgegradet werden können. Da kommt jetzt auch ein Shogun mit dazu. Ein Daimyo, sorry. War es jetzt ein Daimyo? Ich weiß es gar nicht. Ist das Daimyo? Nee, stimmt schon. Aber auch noch richtig viel Erfahrungspunkte. Berichtet jetzt auch seine Beziehungen dazu ab. Oh ja. Bitte hol dir doch bitte endlich mal über Export was. Und jetzt geht's los. Stillers geht ohne schwere Kanonen mit der kleinsten Gatling-Masse, die er bisher aufgefahren hat, seit seinem allerersten Ansturm, in die Basis vom Japaner. Der Japaner gebufft wie ein Geisteskranker. Das Einzige, was wir jetzt erst ein bisschen spät sind, sind halt die Upgrades für die Yumis und für die Ashigaru. Naginata könnte er sich jetzt auch holen. Und als erstes sterben ausnahmsweise gar nicht die Dorfbewohner von Main, sondern die 5
armen Ashigaru, die da halt vergessen wurden, gefühlt. Oh, was ist das? Kriegt er jetzt bitte nicht noch Freihaus irgendwas raus? Flammenpfeile, bitte, bitte Flammenpfeile. Er kann sich's leisten, komm. Also nicht, dass ich jetzt hier gebiased bin, aber die Tatsache ist halt, die besseren Fights, und ich bin immer auf der Seite von dem, der die besseren Fights nimmt, waren bisher die ganze Zeit für Main, meiner Meinung nach. Und jetzt zum ersten Mal hat es das, glaube ich, effiziente Musketiermassen, um die Kavallerie effektiv zu countern. Und wenn jetzt hier halt, das Problem ist, die Arti ist halt immer noch da. Die Kaff läuft unverrichteter Dinge raus. Er könnte mit der Infanterie die gesamte Arti jetzt rechtsklicken und das könnte jetzt echt verheerend werden. Stiller schickt sich währenddessen die zweite Fabrik, mein Gott, der Mad Lad. Main währenddessen kommt erst jetzt drauf, sich nochmal Kavallerie zu holen und Stillers verliert den Kampf tatsächlich schon wieder. Die Ashigarus machen es einfach. Schaden gleich gut, aber Lebenspunkte halt nicht. Und Stillers hat einfach seine Ressourcen. Ich weiß nicht, was er damit gemacht hat, aber er hat sie halt komplett zum Fenster rausgeblasen. Er ist jetzt siedlertechnisch auch. Ne, Main hat wieder so viele Siedler verloren. Jetzt ist halt spannend. Stillers hat, glaube ich, auch ein Sendeproblem, wie ich das auch oft habe. Seine Siedler laufen nach vorne. Nicht so schön. Währenddessen Main ballert wieder Dorfbewohner, um irgendwo wieder in den grünen Bereich zu bekommen. Hat halt Stillers zum. Leute, sagt mir bitte, wie viel Mal gecleant. Stillers kommt jetzt zum ersten Mal mit Cheyenne-Reitern. Er holt sich also seine ganzen Native-Verbündeten, holt sie seinen Kram. Wir sehen die Zehner, die Bushido-Prinzipien, also das Zehner-Batch-Upgrade. Und danach holt er sich halt Shinobi no Mono. Auto-Shadow-Tackende Plänkler-Einheiten, die ja nicht wirklich den Plänkler Schaden machen, aber halt auch gut gegen Musketiere kämpfen können, wegen ihrer Fernkampfresistenz, Geschwindigkeit, können sich unsichtbar machen. Sucht euch was aus, was ihr schön findet. Wir sind bei 43 Minuten, der Cast hier ist bei einer Stunde. Ich bin komplett durchgeschwitzt, weil ich in meinem Wohnzimmer vergessen habe, die Jalousien runterzumachen. Ich wollte eigentlich vor einer halben Stunde essen gehen, aber wir können uns hier das nicht geben, bevor das nicht. Wir können hier meinen Platz nicht verlassen, bevor nicht die endgültige Konfrontation da ist. Und Stills legt es darauf an. Drei Kasernen, produziert aus allen raus, was geht. Er macht immer noch Staatsmilizen, hat jetzt endlich auch das Upgrade für die, das bin ich sehr froh drum. Wie sieht es denn wirtschaftlich aus? Schwierig. Da drüben, die Cheyenne wollten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gerade kosteneffizienter Raid war, aber lassen wir es. Jetzt kommen die schweren Kanonen. Ich hätte es nicht mehr für möglich gehalten, aber sie kommen. Main haut weiter Wirtschaft raus. Wirtschaft, Wirtschaft und nochmal Wirtschaft. Ist dann bald auch an seinem Siedlerlimit bei voller Schreinbevölkerung. Holt sich die Shinobi no Mono. Die haben jetzt diese Stats, 240 Lebenspunkte, 36 Angriff. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich damit zufrieden bin für dieses Zeitalter. Aber lass gut sein. Hauptsache, dein Einfluss ist draußen. Wobei, nee, warte mal. Könnte man sich da nicht auch... Oh, ja. Hatamotos. Ich sehe es vor mir. Das goldene Zeitalter der Hatamotos. Die Stillers endlich den Gar ausmachen. Zu dem Zeitpunkt, Stillers hat jetzt auch sein Punktelied verloren. Jetzt kommen Husare von ihm mit dazu. Aus einem mir unerfindlichen Grund. Er will, glaube ich, selber da drüben raiden gehen. Main sieht das auch, sieht aber auch die Dorfbewohner von Stillers und jetzt wird es halt witzig. Er muss halt selber jetzt der Kaff von Stillers nachhalten. Kostentechnisch wahrscheinlich gar nicht so blöd wie ich. Um Gottes Willen, ey. Und da wird's gecatcht, wird's nicht gecatcht, ja, aber sie ziehen sich halt sicher zurück hinter die Garde-Musketiere. Es kommt jetzt auch das Husaren-Upgrade durch. Stillers, ich weiß es nicht warum. Er ist voll poppt, 82 Dorfbewohner, 16 Idols, da drüben wahrscheinlich. Die schweren Kanonen stehen auch im Abseits. Ich habe das Gefühl, dass die heute nicht mehr ihren großen Moment haben werden. Main schafft es aber, und da bin ich auch mächtig, also beeindruckt, aber bin ich auch sehr froh drum. Für ihn, er schafft es, seine eh schon spärlich gesäte Wirtschaft wieder zurückzuziehen und bleibt deshalb tatsächlich am Siedlerlimit. Der darf sich jetzt gratulieren. Er hat es geschafft, aus einem Siedlerrückstand von 2-1 rauszukommen, nachdem er 4 Fights gut geführt hat für sich. Stillers geht, glaube ich, auch schon der Arsch ein bisschen auf Grundeis. Gott sei Dank hat er seine zwei Fabriken stehen. Ich nehme, also, da kommt jetzt halt die Japanermasse. Keine Artillerie. Gegen das hier. Artillerie. Aber wie viel und ist es genug und wird es reichen und wir wissen es nicht. Gott sei Dank sind die schweren Kanonen doch wieder irgendwo in den Einsatzbereich gekommen. Ansonsten hätte ich jetzt das Heulen angefangen.
Stillers sollte hier bitte auch einfach nochmal sich die ganzen Dinger holen und einfach noch die ganzen Indianer-Einheiten dazu holen. Das wäre meine Strategie hier. Wenn zu dem Zeitpunkt denn noch überhaupt von Strategie geredet werden kann. Ich weiß es nicht. Stillers, Micro aktiviert. Und da kommt jetzt die schwere Arti, komm. Die wird jetzt, glaube ich, richtig aufräumen, auch mit den Ashigarus. Die Kaff geht hier nämlich drauf, wie sonst was. Und die schwere Artillerie macht einen ganz wichtigen Job. Erstens heizt sie natürlich rein wie sonst was, aber sie lenkt auch die gesamte Kaff ab. Und wenn die jetzt einfach hier weiter reinschießt, dann müsste Stillers in der Lage sein, hier endlich mal ein Cleanup zu erreichen. Ich nehme es zurück. Dahinter kommen 10er Batches über 10er Batches. Stillers bildet aus 1, 2, 3, 4, 5, keine Ahnung wie vielen Kasernen. Auf jeden Fall viel zu viele. Es sollte kriminell sein. Aber er hat halt immer noch 18 Idols, die sich quer über die Karte verteilt haben. Und jetzt endlich ist Stillers im Punktenachteil. Endlich sage ich deshalb, weil wir jetzt halt schon 50 Minuten zuschauen, wie nichts und nichts passiert, was das angeht. Also komplettes Stalemate. Und jetzt geht Main halt her, reißt die Kaserne ab und er hat halt... Oh, komm doch einfach in den Fight. Mach doch einfach die Kollegen hier platt. Ja, er traut sich halt nicht reinzugehen. Als Japaner kann man sich's halt leider auch leisten, sage ich jetzt an der Stelle. Und jetzt sollte aber der endgültige Push erfolgen, meiner Meinung nach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Stillers, wenn jetzt hier was passiert, das halten könnte. Aber ach du meine Fresse. Ich bin wirklich komplett durchgeschwitzt. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Ich habe ja vor kurzem den Cast hochgeladen von Tobi gegen Lord Grigor, der eine Stunde 40 ging. Ich hätte mir gewünscht, dass ich das nicht mehr so schnell wieder erleben muss, diese Aufnahmezeit. Aber es könnte hier vielleicht nochmal passieren, wenn Main jetzt noch mehr Zeit verstreichen lässt. Verdammter Mist. Und vor allem jetzt braucht er die Ashis ja gar nicht mehr so. Okay, ich nehme es zurück. Stillers geht weiterhin volle Franze auf Gatlings. Übrigens, eine Einheit, die er noch nicht abgegradet hat. Was ist eigentlich damit, Stillers? Tu uns den Gefallen. Ja, zwei Napoleon Guns wäre doch auch was. Oh, nicht zurück. Bitte geh nicht zurück, Main. Nee, tu es nicht. Geh einfach rein. Oh Gott, und wisst ihr, an das ich gerade denken muss? Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe es am Anfang der Aufnahme gesagt, Tobi hat ja das aufgenommen, das komplette Spiel, und es hat abgekackt, weil die Aufnahme hat halt nicht funktioniert. Und das haben sie, glaube ich, erst gemerkt, nachdem es aufgenommen war. Tobi, ich kann dich an der Stelle so verstehen. Um Gottes Willen. Da drüben werden jetzt nochmal Siedler geradet. Ich glaube, es ist auch schon egal. Ich will gar nicht wissen, was hier an Amerikanern und an Japanern draufgegangen ist in der Konfrontation bisher. Glaubt ihr, wir sehen hier ein fünftes Zeitalter? Ich kann es mir langsam vorstellen bei der Eco, die Main hier vorliegt. Garde-Husare. Eine, die ich nicht sinnvoll erklären kann. Jetzt kommt aber der Cuff-Raid hier und das könnte jetzt tatsächlich richtig teuer auch werden für Main, weil ich glaube schon, dass Stillers das hier alles rechtzeitig wegbringt. Aber ja, Stillers schafft es auch nicht, die Cuff hier zu halten. Oh Gott, Stillers, Stillers. Oh nee. Jetzt hat er sich tatsächlich die Vorkarte geschickt, oder? Ja. Oh Gott, oh Gott. Und das, man darf nicht vergessen, Stillers hat sich Kraft seines Zeichens mit einem einzigen Dorfzentrum hochgeboomt auf 90 Dorfbewohner. Trotz Raids, trotz allem. Oh, die Calves. Aua. Aber tatsächlich die Tatsache, dass Main sich jetzt hier die Kaff schlachten lässt, fragwürdig, aber dahinter geht der halt ins Fünfte mit den Tori-Toren. Was bringen denn die Tori-Tore zu diesem Zeitpunkt? 12 Samurai. Ich wäre voller Fan davon, wenn er sich jetzt noch voll poppt, also wirklich auf 100 Bevölkerung, 200 Bevölkerung und dann Samurai-Upgrade. Und zwar, wenn es geht, bitte das ins vierte Zeitalter. Age dafür auch schneller von mir aus, langsamer, ist mir egal. Aber bitte hol dir das Samurai-Upgrade. Stell dir mal vor, zwei Age-4 Samurais, die hier in die Armee von Stillers komplett reinmetzgern. Aber ja.
Ich glaube, das sollte jetzt dann das letzte Aufbäumen des Distillers sein, was wir hier sehen. Ich kann mir kaum vorstellen. Wobei. Ich als Mexikanerspieler muss jetzt gerade dran denken, wir könnten in der Situation ja auch einfach in eine Revo gehen. Wir haben 74 wehrkräftige Männer und Frauen. Oh, 232 Pop, weil die Samurais alle da sind. Jetzt, Stillers, komm. Zeige uns, was du im Holz zugeschnitzt bist. Jetzt kommen halt die Upgrades noch, oder? Ja, stellt's auf Holz, holt sich die Reismärkte und die ganzen wichtigen Sachen. Ach Gott. Leute, ich bin fertig mit den Nerven. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir sind bei 52 Minuten. Ich bin komplett fertig. Da kommen jetzt noch die ehrenhaften Naginatas, H4, 500 Lebenspunkte. Ashigaru Upgrade dürfte das erste sein, das wir sehen. Außer er hat Humor. Dann sollten sie Samurai sein. Aber es sind die Ashigaru. Ja, mit den Lebenspunkten. Da dürfte Stillers lachhafte, sag ich mal, Berufssoldaten jetzt langsam keine Chance mehr haben. Ich weiß, ich klinge gebiased in dem ganzen Match, aber es liegt daran, dass Stiller hatte mein volles Verständnis für die meisten seiner Entscheidungen, hatte mein volles Verständnis für seine Build-Order und alles. Ab dem dritten kompletten Armee-Waste, weil er nicht mehr seine Artillerie gemicrodet hat, war es dann vorbei mit dem Verständnis. Jetzt macht er übrigens, was ich gesagt habe. Er holt sich jetzt tatsächlich die Native-Bevölkerung mit dazu. Und ganz ehrlich, schippt dir hier noch ruhig was. Schippt dir Springfield Armory zum Beispiel. Das könnte lustig sein. Schippt dir alles, was haben wir hier? Ja, Dorfzentren könntest du dir auch holen. Könntest dir halt alles holen. Er holt sich halt diese Menolen. Kann er im Kapitol upgraden auf H4-Niveau, glaube ich, wenn ich mich nicht richtig täusche, wenn ich mich nicht irre. Das wäre also tatsächlich gar nicht schlecht, weil so eins hat er ja schon. Von dem her, lass mich das nochmal überdenken. Ist vielleicht gar kein schlechter Gedanke. Ja, er könnte schon einiges machen hier nochmal. Lass dich, jetzt wird es halt kritisch. Weil das H5 von Stillers wird wahrlich nicht schön werden. Es wird halt, warte, Texas. Ich habe schon wieder vergessen, was Texas kann. Ah. Da kommen jetzt halt Samurai. Also wenn Stillers jetzt hier einfach reinläuft, wie der letzte Honk, dann. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, Stillers Micro. Ja. Die Micro, jetzt ist sie perfekt. So ist sie on point tatsächlich. Und jetzt erinnert euch dran, Gatling Guns in die gegnerische Infanterie. Jederzeit sollte es passieren. Die Samurai backen auch rum wie sonst was. Da kommen jetzt tatsächlich die Cheyenne-Reiter dazu. Stillers. Arti in die Infanterie. Arti in die Infanterie. Jetzt verliert er den Fight, aber ich habe irgendwie das Gefühl. Ich weiß auch nicht. Oh Gott, da kommt jetzt noch ein Fort. Gott, aber jetzt ist die Armee endlich da. Komm, das Fort darf doch nicht mehr hochgehen, lebendiger. Ein Japaner, der halt komplett ohne Artillerie spielt. Ach, da stehen zwei von denen. Ja, das ist eine schöne Entscheidung. Er will das Long Game verhindern. Und selbst wenn er jetzt massiv drauf geht, das sollte nicht mehr lebendig rauskommen, die Fabrik. Und jetzt wird er halt hier einfach reinsiechen, während seine eigene Wirtschaft frohlockt. Ja, der hat sich seine Wirtschaft ganz klar aufgebaut, hat sich das hingesetzt, so wie er es braucht. Da dürfte Stiller sich nicht mehr halten können, selbst mit den zwei Force mit 150 Damage. Oh Gott, ich höre schon wieder Gatlings. Die eine einzelne Gatling, die immer noch H3 ist übrigens, schafft an der Stelle, was Stillers das ganze Spiel nicht selbstständig gemacht hat, nämlich dass sie einfach mal auf Infanterie geht. Aber jetzt kommt nochmal der 10. Das ist tatsächlich die Schiffslandung, glaube ich. Die gehen nochmal raiden und jetzt dürfte es ja wohl vorbei sein. Hören wir ein GG. Die
Infanterie wird halt weiter von dem. Die wird halt über den Haufen geschossen. Ich sag's euch, wie es ist. Also der idelt jetzt hier schon komplett, aber die. Boah, jetzt kommt nochmal Rolling Block durch. Willst du mich verarschen? Oh Gott, und er hat sich schon wieder so. Das ist das. Stillers ist der einzige Mensch in Existenz, der sich schon in einem Nicht-Tweaky-Spiel dreimal die Rollen der Artillerie geschickt hat. Ey, Leute. Da oben passiert jetzt nochmal ein Massaker. Jetzt ist es doch wohl rum. 40.000 Punkte. Er kriegt halt das Fort nicht weggesiecht. Er kriegt das Fort halt nicht weggesiecht. Da oben die Aschis machen nur weiter Druck. Oh nee, Stillers, du Arsch. Bitte, 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 Main. Kriegen wir jetzt endlich Gott, Samurai. Nee, die Kollegen, bitte. Wir brauchen noch keine Samurai zum Vorbelagern. Wir gönnen uns jetzt wirklich noch das Gameplay die Stunde voll, so wie es aussieht. Ah ja. Ach, jetzt kommt auch nochmal Pulaskis Legion. Willst du mich verarschen? Übrigens Main auch komplett zugewollt, Gott sei Dank. Wenn jetzt hier Pulaskis Legion das Ganze nochmal komplett eliminiert hätte, ich wäre gestorben. Ich wäre 1000 Tode, sage ich euch, wäre ich gestorben. 55 Dorfbewohner, die jetzt langsam wieder über die Karte verteilt werden. Der Schmerz. Ja, immerhin baut er noch Siedler. Hier werden auch Daimios noch nachgebaut. Daimio und Shogun. Na, zwei Daimios, sorry. Werden nachproduziert. Main. Wir müssen hier mal über Prioritäten reden. Die sind natürlich jetzt auch geupgradet auf H4. Ist auf H5 Stats. 400 Lebenspunkte, 77 Angriff. Ich würde es, also ganz ehrlich, jetzt zu dem Zeitpunkt, ich war vorher sauer auf Stillers, weil er die Kanonen-Micro so weggeballert hat. Jetzt bin ich sauer auf Main. Weil ich weiß auch, dass ich schon Spiele gehabt habe, die wesentlich länger gegangen sind, als sie hätte müssen. Oh Gott. Aber das ist halt jetzt langsam dann auch abwitzig. Aber witzig, was hier passiert. So komplett ohne Artillerie. Ohne Flammen. Wo stehen die überhaupt? Egal. Ich glaube, Stillers, also wenn. Ja. Lasst uns mal gucken. Die werden natürlich doch auch gelegt. Und jetzt geht es den letzten Berufssoldaten in den Kragen. Idealerweise haben wir jetzt noch genau 15 Sekunden Spielzeit, wenn Stillers ein Mensch ist. Es kann aber auch echt gut sein, dass ihm alle humanen Ideen ausgegangen sind und er ist jetzt bei. GG. Komm. Danke, dann haben wir das gesehen. Militärtechnisch, wir haben hier über 1000 Tote. Oh Gott, wirtschaftlich 20, 27.000 Ressourcen mehr für Main. Aber auch gleichzeitig halt 8000 Ressourcen mehr für Stillers, auch wenn es nichts mehr ausmacht. Bitte mal ganz kurz Military Population, schaut euch das mal an. Beschissener Trade für Stillers, beschissener Trade für Stillers, beschissener Trade für Stillers, beschissener Trade für Stillers. Beschissener Trade für Stillers. Und zum Schluss nochmal ein beschissener Trade für Stillers. Dorfbewohner. 2:1. 2:1. 50% immer noch Vorteil. Stillers war die längste. Also Stillers hat halt einfach die Fights hier ordentlich verwurstelt. Da alle Ressourcen gesammelt. Schaut euch das mal an. Der Japaner war immer besser als er.
Ich pack's nicht, dass sich das ausgeht. Also, dass der da schon die ganze Zeit alle Ressourcen besser gesammelt hat. Aber hey, Stillers war halt immer geidelt und gedingst und. GG, well played, Leute. Ich hoffe, alle, die es bis zum Ende geschafft haben, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Hartes Game. Aber die haben sich auch komplett aufs Maul gehauen, die beiden. Habe ich absolut Respekt davor, dass sie so lange ausgehalten haben. Und GG, wild played, fütter ich und Papa.